Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 2 mit dem Ralf. Von der letzten Folge haben wir uns durch die erste Hälfte von diesem Wildtierreservat, durchgeschossen. Und ich habe jetzt kurz noch eine andere Mission aktiviert, und zwar die Nebenmission, die wir hier mitgenommen haben, als wir hier reingegangen sind. Und zwar Risiken und Nebenwirkungen, und wir müssen da eine dieser Nachrichten haben wir schon aufgesammelt vorhin. Und hier ist nochmal eine. Und dann kommt hier nochmal eine und dann kommt hier nochmal eine. Also wir sind, hier haben wir gestartet. Also hier, in dem Bereich. Sind dann hier rum, darüber, hier unten rum, dadurch. Hier rüber, über die Brücke. Hier haben wir gerade die Loader besiegt und sind jetzt hier in diesem Komplex. Wo es hier oben noch in eine Sackgasse geht. Da geht es, glaube ich, später eine Nebenmission, die uns dahin führt. Und dann der Weg hier rüber, hier runter. Und dann kommen wir hier hin, zurück in diese Kammer hier. Jetzt hier, in der Mitte zentriert ist. Ihr seht ja meine Maus nicht, aber ihr könnt erahnen, wo ich hier nicht zeige. Wir sind jedenfalls hier. Und jetzt holen wir uns erst einmal diese Aufzeichnung, die wir noch holen sollen. Die muss ja da sein. Irgendwo. Da. Das war affenstark. Der war übrigens geplant, dass der da kommt. Der legendäre Beutezwerg. Der kann ab jetzt immer mal wieder aus so kleinen Kisten rauskommen. Und der lässt mindestens irgendwas Lilanes fallen. In dem Fall sogar was Iridianisches. Was habe ich denn gerade drauf? Abklingzeit, also Action Skill schneller nutzen. Und was ist das? Schockresistenz. Könnten wir irgendwann brauchen. Will ich jetzt mal nicht unbedingt direkt verkaufen. Bitte hör zu. Es ist mir egal, was ihr mir antut. Aber lasst meinen Mann gehen. Er hat Schüttelfrost und ist für eure gottverdammten Experimente ohnehin völlig nutzlos. Bitte lasst ihn gehen. Wo ist denn Sammy? Wenn Sie mich nicht. Dieses Versuchsobjekt ist für unsere Zwecke ungeeignet. Sein Mann hat Schüttelfrost. Er könnte sich angesteckt. Hey, du hast doch eine Frau, hä? Und die willst du doch sicher noch mal wiedersehen, hä? Das können sie nicht. Ich höre immer noch keine Schreie. Hey, die hätten jetzt zwar keine lila Beute, aber die haben einen Haufen Kohle fallen lassen. Na dann. Nehmen wir das dann halt auch mal so mit. Und wir vermerken bei diesem Tonband, Jack ist ein Arsch. Eine E-Tech, zwei lilane, eine blaue. Hört sich jetzt schlecht an. Was kann die? Was tut sie? Was macht sie? Explosionsschaden. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Verdammt, die wäre geil. Aber ist leider Feuer. Die da in in Slack wäre unheimlich fett. Die behalten wir mal. Gehen wir mal da lang. Hast du sie gefunden? Geht's dir gut? Ah, das war der Käfig für Bloodwing. Suchst du Bloodwing? Oh, ich habe sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas dramatischeren Ort. Bloodwing ist nicht da? Verdammt! Jack verarscht uns. Warte mal. Da rührt sich was im Observation Wing. Vielleicht haben sie dorthin gebracht.
Arbeite dich weiter durch das Reservat vor. Auf meinen Befehl! Genau, Klonk. Spieler, was soll das? Oh, das hat sie ja noch nie gesagt. Das ist interessant. Hinüber. Ist Viecher. So, war hier noch was Interessantes, Wichtiges? Ne. Machen wir das mal weg. Tag. Nun, nicht hudle. Nein, bitte nicht. Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen. Verbrecher, Schurken, du willst sie vernichten. Das ist deine Pflicht. Dafür hast du trainiert. Was? Um unbewaffnete Männer hinzurichten? Zweifle nicht an mir, Kind. Diese Männer sind eine Gefahr. Bruder Harker, bring den ersten Sünder. Jawohl, Bruder Sophus. Auf die Knie, Sünder. Oh Gott, nicht sie! Nicht sie! Was hat dieser Mann getan? Zweifle nicht. Was tust du, Kind? Lass mich runter! Sie hat sich gegen die Mönche gestellt. Nett. So. Weiter geht's. Lass mal hier über die Brücke drüber. Ich habe das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slag zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slag viele Einsatzmöglichkeiten. Die Brücke hat's aber auch hinter sich. Mhm. Greift ihr mich jetzt an, ihr Viecher? Ja oder nein? Bis jetzt noch nicht. Auf meinen Befehl!
Feuer geht ja nicht. Zu viele Packe. Du hast gerade schwer Scheiße gebaut. Ja. Das Fliegeviech ich auch noch. So. Bleib doch mal! Boah! Nö! Seid gleich gestorben mit mir! Na verdammt, jetzt sind die ganzen 400 Packen weg. Hyperion dankt für ihr Vertrauen. Drecksfliegeviech. Fast Death Trap. Aber dafür treffe ich ihn halt jetzt mal. Mit den Packen. So. Einfache Gegner hier, da kann ich wieder ein bisschen aufbauen. Und schon wieder 46 packen. Es geht hier schnell. Berühren Sie nie die Iridiumfässer, außer Sie haben vorher einen Hyperion-Techniker verständigt. Vorzugsweise einen mit Kamera. So, her mit den Waffen. Beginne mit Slag-Injektion bei Versuchsobjekten, die von Hyperion-Kontaktpersonen angeliefert wurden. Name der Kontaktperson? Ihr fehlen die Beine. Flashstick. Keine Sorge, mein Engel, es wird alles gut. Sieh nicht hin, mein Schatz. Du schlägst dich so lala. Ich benötige noch eine Echo-Aufnahme, dann habe ich alle Daten zusammen. Was tanken? Du hast die Luft!
Aua. Immer weiter so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Oh je, das reicht glaub nicht. Nee. Er hat uns zu früh auf den Kieker gekriegt. Weil ich wollte näher ran und zoomen, weil dann macht er ja diesen 5er Streuschuss. Das macht halt viel mehr Schaden. Einfach weg. Ich bin empört. Oh, ich freue mich so auf Borderlands 3, wenn es das nicht mehr gibt. Oder zumindest nicht mehr so krass. Endet. Habe ich was Lilanes aufgesammelt? Und das war was? Ein lilanes Schild. Oh, so ein Booster-Schild. Das kenne ich nicht gebrauchen. Ich dir nochmal entkommen.
Komm, kämpft hier mal mit dem Zeug. Jetzt wird's lustig! Mama, hallo! Lululululu. Weißt du noch den schweren roten Stein, den du in deinem Kleid verstecken solltest? Zieh den Stift heraus und schmeiß ihn gegen die Wand. Mami? Lass sie weg! Tina! Traurig, weil das hier ist die Stätte, wo Tinas Eltern starben. Lass mich runter, Kind, sofort! 27 Jahre. 27 Jahre lang hast du mich benutzt, um diesen Leuten Angst einzujagen, nicht wahr? Du verstehst das nicht. Halt's Maul! Du wolltest gar nicht, dass ich diesen Planeten beschütze. Du wolltest, dass ich ihnen Angst halte, damit diese Leute tun, was du verlangst. Niemand widersetzt sich dem Orden, wenn er den Zorn einer Sirene fürchten muss. Ist es nicht so? Du hast keine Ahnung. Kind, du musst noch so viel lernen. Du... Nenn mich nicht Kind. Alle raus hier. Ihr habt von dem Orden nichts mehr zu befürchten. Ich haue ab. Aber wo willst du hin, Kind? Maya. Nach Pandora. Ich werde Antworten finden. Angel. Ja, Jack. Finde sie. Hast du die Slack-Proben gefunden? Fantastisch. Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit deiner irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Irrelevanten Beschäftigung, natürlich. So. Bin ich bereit für das, was kommt? Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt schwer einschätzen, wie schwer das jetzt sein wird. Ich weiß ja, was kommt. Hab's ja schon mal gespielt. Aber nicht auf diesem Schwierigkeitslevel. So. Du willst Bloodwing zurück, was? Schade. Ich habe einige hochinteressante Iridium-Experimente an ihr durchgeführt. Ich lasse sie ungern gehen, aber was soll's. Das wird jetzt. Bloodwing hat alle Elemente zu ihrer Verfügung. Feuer, Elektrizität, Korrosion, Slack. Oh Mist, das letzte habe ich vergessen. Was war's nochmal? Oh Gott, verdammt nochmal. Du musst sie nur schwächen. Ich betäube sie dann. Tut mir leid, Soldat, aber du musst Bloodwing besiegen. Tu, was du kannst, um sie zu retten, aber wenn's nicht geht. Sie hat das, was wir brauchen, um an Control Core Angel ranzukommen und den Kammerschlüssel abzugreifen. Nur das zählt. Feuer!
Mache ich da überhaupt Schaden? Na, jetzt mach ich ja Schaden. Hör zu, Mädchen. Der Kammerjäger ist ein Freund. Nicht kämpfen. Da war, glaub, Feuer das gute Anti-Mittel. Ich schicke dir was. Ich lade den Betäubungspfeil. Ruhig, Blatt. Es tut nicht weh. Ehrenwort. Okay, sie lebt noch. Also, hol den Mikrochip aus ihrem Halsband. Dann schaffen wir sie zurück nach Sanctuary. Oh, was kommt? Was ballert denn mich jetzt da? Wo kommt denn ihr Viecher wieder her? Traurig, ja. Aber gut. Wenn man sich die Zeichen anguckt hat, war das klar, dass das kommt. Aber der Kampf war einfacher, als ich es dachte. Ich hätte denn irgendwie schwerer im Kopf. So, dann looten wir hier noch schön. Also nach diesem Caustic Caverns ist das hier echt ein angenehmes Gebiet. Dann wäre ich ja nicht hochgekommen. Unsichtbare Möbe. Oh, also es wird da hier durch. Wow, wow, wow. Du hast doch nicht gedacht, du würdest lebendig hier rauskommen. Eindringling in Reichweite. Verstärkung wird eingesetzt. Kammerjäger, runter. Oh, jetzt gibt's hier noch ein richtiges Chaos. Fickt euch! Fickt euch! Vetal Diablo! Ihr Bastarde! Nehmt das!
Da ist einer angepisst. Ja, ich hab WhatsApp noch an. Was ist das? Eine Slack? Scharfschützengewehr. Ach, Scharfschützengewehr ist jetzt gerade nicht meine Stärke mit diesem Charakter, weil der nicht dafür ausgelegt ist. Ist das besser als das, was ich habe? Drecksack. Doink. Bin hier am Bluten. Dann schießt man nicht in den Rücken. Da tut man nicht. Da liegt nämlich was Legendäres. War nicht für meine Klasse? Aber hey. Da liegt noch was Blaues. Um das ganze weiße Zeug lasst mal fallen. Oder ne, halt. Raketenwerfer nicht. Raketenwerfer bringen nämlich einen Haufen Kohle. Schau mal, 60.000, 40, 30, 40, okay, hast du schon mal, gewonnen? Der Rest ist irrelevant. Oh. Da habe ich gerade auf die Zeit geguckt, wie viel Zeit ich noch habe. Und bin fast die Klippe runtergelaufen. Nee, nicht gut. Das, die habe ich gesagt, die behalte ich mal. Aber das hier weg, das weg, das weg, das weg, das weg, die behalte ich. Das kann alles weg, dass das bleibt. Oh. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. So. Gehen wir zurück nach Sanctuary. Na also, da ist sie ja. So, dies ist ein Lied für Mordecais blöden Vogel. Mist, wäre lustig gewesen, wenn ich sie früher gehabt hätte. Klappe! Und wie es hier an dieser Stelle weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, like und subscribe und die Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, den Unterschied bleibt, aktivieren, dass YouTube was mehr von uns sehen wollt, solltet euch YouTube nicht benachrichtigen, was man wie in welcher Form auch immer bei uns so angeht. Habt ihr noch einen Twitter-Account für den nächsten, den man einfach nur einen Follow reindrücken soll oder sollte, damit ihr da Bescheid weißt, wann wir live sind, wann sonst irgendwie was bei uns so abgeht. In dieser Hinsicht, bis nächste Folge. Ciao.